Also Frau Littke, wir fangen von vorne an. Wie ist das damals abgelaufen? Erzählen Sie das mal der Sarah. Ja, das war ein ganz großes Event für Magdeburg und auch den Kristallpalast. Robert McFerrin ist der erste Schwarze, der an der Metropolitan New York gesungen hat. Und dieser Mann ist mit seinen California Jubilee Singers auf Europa-Tournee. Und die Sänger waren auch in Deutschland. Jetzt war folgende Situation eingetreten. Die sangen in Dresden und der amerikanische Pianist ist an einem Herzinfarkt erkrankt. Da hat sich Robert McFerrin an das Theater in Magdeburg gewandt, weil sie dort den nächsten Tag gastierten und brauchten dringend einen Begleiter. Ich hatte gerade eine Probe zu Oben und Unten von Robert Hanell. Es sollte eine Uraufführung werden. Und da bestellte mich das Betriebsbüro hoch. Man brauchte unbedingt einen Pianisten für diese Veranstaltung in Magdeburg im Kristallpalast. Ob ich das übernehmen würde, einzuspringen. Das war natürlich ein Wahnsinns-Bankspiel für mich. Ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt, was das für Musikstücke sind. Da ich an sich recht gut vom Platz spiele, bin ich doch dieses Wagnis eingegangen und habe zugesagt. Immer die Sau angucken, ich bin ja nicht da. Gut, und nun sind die also hier also angekommen mit der ganzen Tourneetross, wie das immer so ist. Sicherlich nicht viel anders als heute, also wahrscheinlich waren die Autos ein bisschen kleiner. Und wie ist das dann hier in Magdeburg abgelaufen? Der Treffpunkt, der war im International, also dem damaligen elegantesten Hotel in Magdeburg vereinbart worden. Es war schon 16:30 und die kamen noch nicht. Also ich saß wie auf Kohlen. Ich musste ja schließlich mal die Noten sehen. Ja, dann kamen sie und es standen schon Leute da. Die Sache war ja bekannt geworden und die brachten da schon Ovationen den ausländischen Gästen. Robert McFerrin gab mir die Noten, wir sind in einem BMW zum Kristallpalast rübergefahren. Ich habe mir im Auto die Noten angesehen, damit ich überhaupt erstmal wusste, was das ist. Also es handelte sich um Spirituals, amerikanische Musik, für mich ja noch völlig Neuland. Gershwin, die Noten, die gab es ja eigentlich damals gar nicht. Wir hatten dann eine kurze Verständigungsprobe. Als ich dann die Noten sah und das anspielte, ich hatte auch das Glück, noch mich auf dem Flügel wenigstens einspielen zu können, da sah ich, dass die Sache zu schaffen war. Der Abend war ein Riesenerfolg. Die Sänger, die sangen Spirituals, also Vokalquartette, und zwischendurch sang Robert McFerrin, also Songs, Spirituals. Bekannt war mir davon einzig Old Man River. Er sang dann auch noch als Zugabe aus Porgy and Bess, dieses bekannte Lied. Also ein einziger Begeisterungsstrom. Ich habe solche Begeisterung eigentlich bis dahin überhaupt noch nicht erlebt, als vielleicht so bei Konzerten von Ellie Nye. Jo, also die Veranstaltung war dann zu Ende und wie ging es danach dann weiter? Die Tournee war ja Magdeburg nicht zu Ende. Nein, die war nicht zu Ende. Also Robert McFerrin, der schien recht zufrieden mit mir zu sein und bot mir an, dass ich dann gleich am nächsten Tag in Berlin dann ihn auch noch begleite und dorthin komme. Ich habe natürlich zugesagt und kam dort raus aus dem Kristallpalast. Die Sänger sind ja gleich weitergefahren. Also diese ganze Begeisterung der Leute, die ging auch noch dahin über, dass sie mir Ovationen brachten. In der Straßenbahn wurde ich angesprochen. Und nächsten Tag bin ich dann eben im D-Zug nach Berlin gefahren. Und da trafen wir uns in Berolina. Na, das war erst ein bisschen schwierig. Die Rezeption, die war da nicht so richtig informiert. Wir haben gegenseitig aufeinander gewartet. Ich habe in die Besucherlisten gesehen, da waren
unheimlich viele berühmte Leute dort, zum Beispiel der sowjetische Komponist Grennikow, und aus der Akademie der Wissenschaften waren auch etliche dort. Und erst 19 Uhr bin ich mit meinen Leuten zusammengetroffen. Robert McQuarrie war auch schon ganz schön unruhig geworden. Was wäre geworden, wenn jetzt die Pianistin nicht angereist wäre? Jetzt sind wir rüber in den Kosmospalast. Dort fand nun diese Veranstaltung statt, also großer Bahnhof mit Fernsehen und allem Pipapo. Und dort hatte ich nicht mal Gelegenheit, mich vorher einzuspielen. Karl-Heinz Drechsel, der war ja ein bekannter Jazzjournalist, der machte die Ansage, hat auch gesagt, dass ich erst kurzfristig in die Tournee eingesprungen bin, und also das Publikum reagierte auch wieder ganz toll. Du bist ja Karl-Heinz Drechsel sowieso ein Unikum, ich kenne ihn auch, also ich habe hier sehr viele Jazzveranstaltungen mit ihm besucht, er hat ja auch im Radio seine Sendereien gehabt, also der ist ja eigentlich die Koryphäe aus Dresden gewesen. Ja. Hatten Sie mit Drechsel auch ein bisschen zu tun dann? Weniger. Ich habe ihn bloß dann gefragt, McFerrin hat mich ja dann noch eingeladen, ist das okay, wenn man das macht? Also, ja, das müssen Sie selbst wissen. Ich war dann noch mit in dort, wo diese Neger da ihre Zimmer hatten, und ja, da haben wir doch gefeiert, und Presseleute waren dann auch dabei und eine Dolmetscherin. Ja, und Robert McFerrin sang dann sogar noch ein Wiegenlied für mich. Es war ihm dann nicht sehr recht, wie ich ins christliche Hospiz ging, wo ich mein Zimmer hatte. Er hätte es anscheinend recht gerne gehabt, wenn ich dort geblieben wäre. Aber wir haben ihn dann begütigt und alles in sehr guten Einvernehmen, und es war sehr nett. Sie waren ja damals in 60 Jahren eine hübsche Blondine, kann man sagen. Er hat sich ein bisschen in Sie verknallt, ja? Na, ein bisschen ist gut. Da kam das Urwald-Temperament durch, und er trat mit dem Fuß aufs Fensterbrett und sagte, Scheiße, Scheiße, also das Wort konnte er. Aber wie gesagt, alles in guten Einvernehmen und harmonisch. Die wollten mich ja eigentlich noch mit nach Paris nehmen, aber das war den nächsten Morgen gleich, und das wäre dann ein bisschen schwierig geworden mit dem Visum. Wäre natürlich eine tolle Chance gewesen. Die sind ja weiter nach Frankreich, Italien, Türkei, Jugoslawien, Israel. Also eine große Europatournee. Kann man sagen, wenn die Mauer nicht gewesen wäre, hätte ja sich internationale Karriere gemacht. So ist es. Hätte sich daran anschließen können. Ärgert man sich da später ein bisschen drüber? Man sagt sich, es ist schade, und da sieht man doch, wie gut es eigentlich unsere Jugend jetzt hat. Diese hat diese Möglichkeiten, die sie jetzt haben, und das Ausland steht offen, und das ist doch sehr schön. Haben Sie später nochmal Kontakt mit Robert McFerrin gehabt? Mit ihm nicht. Also die hatten mir zwar ihre Adressen gegeben, aber ich bin mit seinem Sohn einmal zusammengekommen. Das war in Mainz-Kassel, er hatte dort ein Konzert, also an sich mit Bodyguards, und er war ganz abgeschottet, aber dadurch, dass ich seinen Vater kannte, habe ich ihn doch gesprochen. Und so schließt sich dann der Kreis. Meine Tochter Elisabeth Heinemann hat Bobby McFerrin in Leipzig fotografiert und hat ihm auch dieses Bild gezeigt, das Programm, was ihn sehr gefreut hat. Und da habe ich also etwas, was vielleicht einmalig ist, Autogramm vom Vater und vom Sohn. Der Robert McFerrin hat mir ja auch von seinem begabten Sohn erzählt. Also der hat damals unterm Flügel gesessen und hat zugehört, wenn der Vater gesungen hat. Aber der könnte sich denn nicht mehr an Sie erinnern, nee, jetzt vor 2 Jahren oder vor 1 Jahr, oder doch? Wie alt war der Sohn damals? Ich habe ja den Sohn nicht gesehen, so. Das hat mir der Vater erzählt. Alles klar. Ja. Wir haben jetzt schon mal kurz Elisabeth, Ihre Tochter, kurz erwähnt. Elisabeth, kannst du dich an die Zeit damals im Kristallpalast noch ein bisschen erinnern? Soll ich das nehmen, ja?
Also ich kann mich schon erinnern, wir haben ja immer mal Veranstaltungen besucht im Kristallpalast und ich muss sagen, ich finde es total schade, dass der Kristallpalast im Moment so baufällig ist und ich finde es ganz toll, dass es viele Leute gibt, auch viele junge Leute gibt, die sich dafür engagieren, dass es eben ein Wieder sozusagen geben kann und hoffentlich auch wird. Also ich drücke die Daumen, auch an dieser Stelle. Wie bist du zu dem Foto gekommen, dass du von Ich arbeite ja an einem Künstlerfotoprojekt, für das ich ganz unterschiedliche Künstler porträtiere, Schriftsteller, Maler, Musiker, Bildhauer. Ja, und ich hatte mir gewünscht, weil ich nun auch die ganze Vorgeschichte kenne, den Bobby McFerrin mal fotografieren zu können. Ja, und nun hatte ich gelesen, dass Bobby nach Leipzig kommt, das war im Sommer 2011. Hatte an das Management und an das Gewandhaus einige Fotos von mir geschickt, damit man dort auch meine Handschrift so ein bisschen erkennen kann. Und ich habe gewartet und es kam zunächst überhaupt keine Antwort. Und am Mittag des Konzertabends kam plötzlich ein Anruf, Frau Heinemann, wollen Sie kommen? Und da war es gar keine Frage, dass wir uns auf dem Weg nach Leipzig gemacht haben. Hat aber von dem Konzert von damals wusste er da sicherlich ja nichts mehr. Eine andere Frage nochmal an deine Mutter. Haben Sie die Karriere von Robert sicherlich weiter verfolgt, auch in den Jahren danach? Dazu hatten wir leider ja nicht allzu viele Möglichkeiten. Ich mag sehr den amerikanischen Film. Dort hat er ja dem Darsteller des Porgy, das war Sidney Poitier, seine Stimme geliehen. Und er singt wunderschön. Also seine Stimme ist so, als wenn die Sonne aufgeht. Es ist leider nicht mehr von seiner Seite aus zu einer weiteren Tournee gekommen. Er ist dann auch im Alter recht krank gewesen und ist vor einigen Jahren gestorben. Aber man findet ja im Internet, bei YouTube und auch auf der Homepage von der Metropolitan Oper in New York, da findet man einige Aufzeichnungen von ihm, wo er ja, die Rigoletto-Arie existiert darauf, dann einige Spirituals, also dadurch ist wenigstens seine Stimme festgehalten. Insofern ist es schön, dass wir jetzt das Internet haben, dass man sich sowas noch später nochmal ansehen kann. Ja. Wahnsinn, dass man sich das alles anhören kann. Schön. Gut, ich bedanke mich. Das war eine interessante, tolle Geschichte und wir werden ja noch ein paar Szenen drehen.